So, hier waren wir, ja, und es war düster wie nix. Und ich bin aber hier nicht hochgegangen. Okay. Bringt scheinbar auch nicht so viel. Oh, was? Da leuchtet irgendwas. Wir gehen gleich mal gucken. Ich speichere hier mal lieber. Und hier geht's nicht rein. Da gibt's. Ne, da gucken sogar Äste raus. Okay. Na nü? Was ist denn dies? Ein Kronstöckel. Alte Münze. Zwei kleine Elixtrinker, hallo. Sprengraketen kann man immer brauchen. Elixitbeutel. Nochmal Sprenggranaten. Wer auch immer das war, ich bedanke mich. So, jetzt sind wir hier hochgegangen. Die Kronstöckel waren gut, ne? Ich müsste mich wahrscheinlich mehr freuen. Die waren sehr gut. Und selten. Ah, sieht schon cool aus. So, dann haben wir das jetzt auch mitgenommen. Mehr gibt's da oben nicht. Da drin bestimmt noch 30.000 Elex-Tränke, die ich übersehen habe. Gut, puh. Was ich sonst so mache, ich habe keine Ahnung. Ach, da ist noch ein Teleporter, hätte ich auch. Ist auch egal. Ja, ich glaube, ich werde grinden müssen. Wir haben, glaube ich, gar keine andere Wahl. Wir haben gar keine andere Wahl. Nicht gut. Gar nicht gut. Na, wir gehen da wieder. Ich schau mal eben. Okay, wir haben Level. Wir sind fast Level 15. Das heißt, mit dem nächsten Level ab, ich glaube, in der nächsten Folge, wenn wir noch ein paar Viecher platt machen. Dann sollten wir eigentlich die nächste Waffe kriegen. Dann wird es ein bisschen leichter wieder. Ich versuche mich da so nach und nach rauszugraben aus dieser Misere. Irgendwann war hier noch ein Schlafsack, ne? Wo der Typ drauf geschlafen hat. Dem wir ausgeholfen haben. Was wir damals irgendwie nicht hätten tun sollen, aber irgendwie doch. Ist ja immer richtig und falsch alles. Der noch? Der schläft, oder? Alles klar. Ich habe das sehr draufgedroschen, ne? Schade, dass die aufwachen, auch wenn man sich anschleicht. Ich wollte da so einen richtig schönen Überraschungshit da reinmachen. Oh. Guter Teller und gutes Messer, vielen Dank. Da wollte ich meinen Heiltrank essen. Richtig gehen verspeisen. Ich glaube, du kannst hier die Gegenden dreimal ablaufen, du hast immer noch nicht alles gefunden, was sie reingepflanzt haben. Oder das ist nur Erik-spezifisch. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal diesen Weg hier entlang. Nein, vielleicht lasse ich es mal. Ich glaube, da waren wir schon mal und da war eh nur Gift und hinten rum. Ja, ich glaube, wir gehen mal nicht diesen Weg lang. Dann gehen wir wieder zurück. Was das früher wohl mal war.
Klosett. Alles. Ganze Welt war ein Scheißhaus. Auf dich wurde geschissen und irgendwann hast du auf alles geschissen. Ganze Welt war damals ein Scheißhaus. Ganz Magellan. Wir reden natürlich nicht von der Erde. Um Gottes Willen. Das, ne? Da haben wir schon geguckt. So. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir, also wir könnten jetzt in die Wüste gehen, aber ich finde die Wüste persönlich nicht so schön wie grünes Land. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ne, deswegen. Deswegen entscheide ich mich gerade gegen die Wüste und laufe hier nochmal in die Pampa, weil da waren wir zwar schon mal. Was war das? Setzerbrot. Jetzt wissen wir können es gut brauchen für einen leckeren Steakteller. Von denen ich schon zwei gleich drei konsumiert habe, wenn ich das richtig gesehen habe. War das gerade ein Schwanzpeitschenschlag? Ja. Ein prächtiger Schwanz ragt da empor. Das sind, glaube ich, zwei Gegner, ne? Huhn und... Oder? Oder? Ich bin unsicher. Ich speichere mal. Oh, ich will in der Story weitermachen. Oh, das Ding schläft. Und die beiden Hühners laufen da aber einfach so rum. Wieder nach unten. Der Schlag ging wieder nach unten. Zum Glück schwimmen die ja nicht mit. So, okay, dann... Oh, Schnitzel haben wir auch nicht mehr so viel. Ich hätte doch mehr kochen sollen, nicht doofi. Ich hätte mehr kochen sollen. Aber ich kann mir gleich eine Suppe in den Hals werfen. Weil wir gleich versuchen, das Mutterschiff hier kaputt zu schlagen. Und das mit nur heiler Halbung. Heile Halbung? Mit nur halber Heilung. So rum. Was ist denn da los? Das ist bestimmt eine ganz fantastische Idee. Ne, weißt du was? Ich mach das anders. Ich speichere jetzt hier. Nachtschatten? Was ist denn das? Kann sein, dass wir jetzt sehr sterben werden. Es geht los. Naja. Man muss es probieren. Man muss es einfach mal ausprobieren. Hä? Als ob der jetzt aber wach ist. Als ob der jetzt einfach wach ist. Das ist nicht so gut. Ja, ich hab dir gern geholfen. Der hat aufgegeben. Ich weiß nicht warum. Der hat Angst vor uns. Da unten ist ein Hühnchen. Ah, ich glaube, wir gehen mal nach unten. Oh hey, du bist ja schon da.
So, das war ein Hühnchen, 10 Erfahrungen, süß. Bringt uns nicht viel, aber hey, immerhin. Läppert sich vielleicht mit der Zeit. Und hier drüben war noch, ich glaube, noch ein Hühnchen dort drüben. Das sollten wir zuerst platt machen. Und dann ist da dieser komische, ich weiß nicht, ob wir den platt machen können. Oder der uns platt macht. Eins von beiden wird passieren. Der Nachtschatten. Oh, das war mal cool. Bleib hinter mir. Der andere greift noch nicht an, gut. Habe ich gerade hier rumlaufen sehen. Warte. Da hinten ist er. Was? 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 Du Arschloch-Map! Ich hole mir den Saurier mal noch nicht. Ich lasse das erstmal bleiben. Halte ich gerade für eine sehr gute Idee. Spontan, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Oh, Junge. Piranha-Bites hassen Menschen. So, hier zum 10. Mal auch mal wieder hier. Ist der Häscher eigentlich noch hier? Ich weiß gar nicht. So, guten Tag. Asselfleischsuppe. Was macht die denn eigentlich? Resistenzstrahlung? Apfelschnaps, gebratenes Fleisch. Blutiger Burger macht aber auch nur Gesundheit mehr, ne? Kühlende Brotsuppe. Ich würde halt eigentlich einen blutigen Burger machen. Kann man Brot eigentlich selber backen, wie bei Ultima? Der Steak-Teller scheint mir die vernünftigste Option für uns zu sein, wenn er nicht so viel Fleisch kosten würde. Aber durch die Angriffsstärke ist er halt sehr interessant. Aber ich bräuchte trotzdem noch normales Fleisch für Nicht-Kampfsituationen. Ich würde hier... So. Nochmal 10 Steak-Teller und dann hier gebratenes Fleisch nochmal 15. Blutiger Burger auch interessant. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Aber durch das Brot... Durch das Brot dann wieder sehr teuer. Brot scheint es hier einfach gar nicht mehr zu geben, weil offenbar niemand mehr Felder anbauen kann. Verfluchte Apokalypse. Das Geheimnis des Brotbackens einfach hops genommen. Da schläft was, ne? Achtung! Kurz ein bisschen hier frische Luft schnappen. Wo läuft denn er hin? Gar nicht mehr. Der war aber ungünstig jetzt mit der Landen und mit dem Landen und so. Das war aber sehr, sehr ungünstig. Dann sollte ich halt doch mal vielleicht hier. Oder eigentlich lieber schlafen. So, da haben wir wieder so einen komischen Saurier. Wie ist denn der so? Wüstenteufel. Ich bin unsicher, ob wir den schaffen. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Vorsicht! Nee, schaffen wir nicht. Oh, oder? Wo läuft der hin? Nice. Am Anfang dachte ich, den schaffen wir nicht. Aber die gehen eigentlich relativ easy.
Ich würde den Endschlag gerne noch ein bisschen aufwerten. Wir sollten zum Lehrer Lernpunkte einsetzen. Also gerade wenn wir jetzt grinden gehen, wäre es glaube ich eine gute Idee, wenn wir zum Lehrer gehen und die Lernpunkte einsetzen. Für den Endschlag zumindest erstmal einen. Stärke weiß ich noch nicht. Stärke war ja was anderes. Der Wuchtschlag hieß das, glaube ich, ne? Was brauchen wir für den Jetpack-Angriff? Was brauchen wir denn da? Trevor. Okay, kann ich ja nicht wissen. Trevor? Der scheint hier aber sehr sicher zu schlafen, dafür, dass wir beim Monster sind. Was liegt denn da? Oh, ist auch nur Trevor. Hey, Trevor! Ganz schön abgelegen hier. Ja, und? Ich warne dich. Wenn mir hier draußen einer begegnet, dessen Gesicht ich nicht kenne, schrillen die Alarmglocken. Darum muss ich dich enttäuschen, falls du denkst, dass ich mein Zeug mit dir teile. Alles, was ich hier aufgabel, geht an den Müllbaron. Und der reißt mir den Arsch auf, wenn ich sein Eigentum verhökere. Ich weiß, was wir noch machen können. Es gibt ein... Oh, ja, ein Ausweg. Ich habe bei den Outlaws noch gar nicht an Quests gefragt. Die haben wir noch gar nicht gemacht. Wieso bin ich ja nicht drauf gekommen? Ach ja, weil anderthalb Monate. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, dann, warte mal. Du könntest für mich eine Ausnahme machen. Klar. Ich kann auch gleich meinen Kopf ins Maul eines Schakals legen. Vergiss das mal schnell, mein Lieber. Okay, na gut. Was erzählt man sich über den Müllbaron? Er ist verrückt, kaltblütig und absolut nachtragend. Unter den Schrottsammlern ist er außerdem mindestens genauso bekannt wie der Duke. Du kannst dir somit zusammenreimen, dass er einer der großen Tiere im Fort ist. Ja. Und wen sollte man sonst noch kennen? Dass man den Duke kennen sollte, steht ja wohl außer Frage. Aber das Fort ist voll mit Halsabschneidern und Aasgeiern. Die anderen kenne ich nicht beim Namen. Aber ich kann es nur noch einmal wiederholen. Verscherz es dir nicht mit dem Müllbaron. Ich fürchte ihn. Und bin damit immer gut gefahren. Was er sagt, mache ich. Dann krieg ich meinen Anteil und er seine Ware. Aber wenn wir schon ins Quatschen kommen, darf ich dich mal was fragen? Klar. Was willst du wissen? Also, das Ödland hier. Ach, was rede ich? Der ganze scheiß Planet hier. Hast du dich nie gefragt, wie es vorher hier ausgesehen haben muss? Ich meine, klar, wir hausen in den Ruinen der alten Welt und nutzen ihren Schrott als unseren Rohstoff. Aber ich frage mich, wie war das Leben seinerzeit? Herrschte dort auch immer Krieg? Und vor allen Dingen, die ruhen sich auf der alten Zivilisation aus, mehr oder weniger. Also nutzen deren, na wie er schon sagt, deren Ressourcen. Was, wenn die weg sind? So, bis vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken zu besitzen. Hä, die sind alle drei kacke. Warum nicht? Ja, interessiert mich. Aber ja, hier. Bis vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken zu haben. Muss ich das verstehen? Nein, ich verstehe sie ja nicht einmal selbst. Jetzt bringst du mich ganz aus dem Konzept. Aber zurück zum Thema. Jeder hier im Ödland weiß, was ein Auto ist. Aber keiner von uns hat je eins fahren sehen. Weißt du, wie ein Auto fährt oder wie man eins baut? Ich träume schon so lange davon. Ich kann dir höchstens etwas über Gleiter erzählen. Gleiter? Nur die Alps besitzen welche. Du bist doch nicht etwa... Nein, du siehst etwas anders aus. Aber ich merke gerade, ich habe deine Zeit schon viel zu sehr beansprucht. Warum bist du noch gleich hier? Schade. Sieht so aus, als wärst du hier auf dich allein gestellt. Ja, schuld daran ist das käufliche Pack, das man mir zur Seite gestellt hat. Sie hätten längst wieder hier sein sollen. Aber bei uns Outlaws gibt es ein Sprichwort. Eine Abmachung gilt nur, solange einer der Verhandlungspartner keine Munition mehr hat. Und das heißt? Dass diese Arschgeigen kein Interesse mehr daran haben, für mich zu arbeiten. Als ich das letzte Mal meine Ware verlangt habe, haben sie mir ins Gesicht gespuckt und gemeint, ich soll mich verziehen. Gut möglich, dass sie mir bald jemanden auf den Hals setzen. Denen macht es bestimmt nichts aus, wenn ich verrecke.
Und jetzt grübel ich schon seit Tagen, wie ich sie wieder an die Leine kriege. Meine Zeit läuft so langsam ab. Falsch. Sie ist soeben abgelaufen. Oh, komm. Ich kann dir helfen. Auch wenn man die Hand nicht abschlagen sollte, die einem gereicht wird, bin ich mir bei dir nicht sicher. Es gibt genügend Kerle, die eine Party sprengen, bevor die Feier richtig losgeht. Und das Sprengen meine ich wörtlich. Warum aber willst du mir überhaupt helfen? Weil ich nicht mit ansehen will, wie man Hundefutter aus dir macht. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn ich an deinem Mitgefühl noch immer meine Zweifel habe, weiß ich dein Angebot zu schätzen. Das, was mir fehlt, ist deine Idee. Wenn dir eine in den Sinn kommt, gib mir Bescheid. Ich kriege deine Männer dazu, wieder für dich zu arbeiten. Dann lass mal hören, wie du das anstellen willst. Ich stelle sie vor die Wahl. Entweder tun sie es freiwillig, oder ich zwinge sie. Na schön. Aber lass dein Eisen stecken. Tot nützen sie mir nichts. Sehr gut. Mission! Wir haben eine neue Mission! Ja! Und wir können zu den Outlaws gehen für weitere Missionen. Dass ich da einfach gar nicht dran gedacht habe, ist mir... Naja, ist nicht ganz so überraschend, ehrlich gesagt. Und dass wir hier noch nicht alles abgesucht haben, ist auch nicht so überraschend. Da hinten waren wir zum Beispiel auch noch nicht. Da so geradeaus. Da haben wir auch noch nicht geguckt. Das heißt, dann haben wir ja wieder neue Möglichkeiten. Über eine Mission können wir wieder neue XP machen. Und dann können wir wieder ein bisschen leveln. Und dann kommen wir vielleicht aus dieser kleinen Misere, aus diesem kleinen Schlamassel, kommen wir wieder raus. Und nicht da hinten. Ja, würde ich auch mal gerne alles gucken, ne? Würde ich alles... Ach, da sind die Rohre. Doch, da oben waren wir, glaube ich, schon. Ja, ja, ja. Ach, guck mal, da unten schläft was. Ist ja süß. Da unten ist noch ein Wüstenläufer. Den können wir uns eigentlich holen. Aber ich würde dann zu den Outlaws und da auch mal Quests machen. Die Idee scheint mir nicht die allerschlechteste. Also ein kleines Level-Üppchen würde ich davor noch gerne mitnehmen. Es geht los. Oh. Gehen wir mal kurz einen Drink. Oh. Konnte nicht. Der ist ein bisschen härter. Warum roll ich denn da hin? Der hat mich noch erwischt. Plündern. Viele Dank. Den da hinten hole ich mir nicht. Aber... Achtung. Den können wir uns holen. Nein, lauf doch nicht hin! Lauf nicht hin! Tja! Na endlich. Wenigstens einmal den Special Move gemacht gegen ihn. Elektroschrott, Metallschrott, alles klar. Ist aber ein Wühler, deswegen wahrscheinlich. Gut, den haben wir mitgenommen. Immer noch kein Level Up, verdammt. Ich will dieses Level Up. Das kann nicht mehr so lange dauern. Und ich würde gerne irgendwo schlafen, um die XP zu regenerieren. Würde generell gerne ab und zu mal irgendwo knacken, um Heiltränke zu sparen.
Hier speichere ich mal lieber. Das sieht mir ein bisschen zu... Sieht mir ein bisschen zu schön aus hier gerade. So, da war noch ein Blümchen, das lasse ich stehen. Ich wollte eigentlich mal nach da oben. Ich glaube, da waren wir schon. Das ist, glaube ich, hinter der Tankstelle, wenn man geradeaus geht. Und da war noch so einen komischen... Ein Schnuckosaurus haben wir da wieder. Jo, da ist die Tankstelle und genau, wie gesagt. Da ist er, hinterm Baum, genau. Den da würde ich mir gerne holen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Bleib hinter mir! Vielen Dank. 60 Erfahrungen nehme ich mal gerne mit. Und dann sollten wir bald mal... Ah, ich will auch vor, ich will vorher noch ein Level. So, Schwefelbrocken, vielen Dank. Das Elixier nehme ich auch mal mit. Ich dachte, ich hätte schon alles abgesucht. Aber ich glaube, die Saurier habe ich damals ausgelassen, ne? Da war ich noch nicht stark genug für. Und jetzt sieh uns an. All die Stärke. So. Hier ist ja auch schön. Ja, nur knacken würde ich gerne irgendwo. Das wäre schön. Das wäre der Dream, wenn wir irgendwann mal übernachten könnten. Da hinten. Oh nee, was ist das da hinten? Ist das wieder so ein Nachtmar? Nachtschatten? Ja, dann will ich da nicht hin. Das, Nein, ein Stalker. Okay, sehr gut. Aber ich glaube da... Junger Schakal. Wir müssen den Stalker anlocken. Da ist aber auch noch was. Das ist raffiniert. Wenn wir den anlocken, egal wo wir hingehen, wir haben sofort jemanden, der sich in den Kampf einmischt. Habe ich ein bisschen reingesammelt. Oh, auch 60 Erfahrung für den? Okay, nice. Dankeschön. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Hier. Mhm. Ist echt schön. Dann wohn noch in diesem Auto, wenn du möchtest. Mein Segen hast du. Oh, das sind direkt zwei. Was? Ach, das Klettern. Okay. Das sind bestimmt die Kollegen von dem Typen, oder? Eventuell. Folgendes. Was passiert, wenn ich mal einen reinballer? Ich lade gleich wahrscheinlich wieder. Beide wachen auf. Achtung! Ja, ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Da schlafen beide wieder. Dann lassen wir die erstmal. So. Also einen würden wir vielleicht schaffen, aber beide sehe ich aktuell nicht.